Meine Eltern kommen aus dem Münsterland und im Münsterland in den 40er, 50er Jahren war eigentlich alles römisch-katholisch. Ich bin aber in Hamburg geboren. Ich bin dann eben ja auch bewusst in dieser katholischen Tradition erzogen worden. Und ich bin sehr bewusst zur Firmung gegangen mit der Überzeugung, dass ich eben dann in der Firmung den Heiligen Geist empfange. Ich habe dann festgestellt, dass es an der Schule, wo ich im Gymnasium in Hahn, gab es einen Schülerkreis, die organisierten Schulgottesdienste. Und es stellte sich dann heraus, das waren viele Leute, nicht alle, aber viele aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Hahn. Da gab es ein Liedgut, das war einfach modern, das war interessant. Ja. Aber der Hammer war dann für mich, als dann eine Gebetsgemeinschaft stattfand. Und ich werde das nie vergessen, dass ich dann die Sprachen mit Gott so, wie man spricht, das hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt so noch nicht erlebt. Ich kannte nur eigentlich die vorformulierten Gebete. Und ich merkte dann, dass da eine Beziehung ist zu Gott, die hat mich dann angezogen. Ich habe mich damit identifiziert, habe aber dann nach 2, 3 Jahren das alles wieder über Bord geworfen. Ich habe eigentlich als Jugendlicher dann nicht wirklich verstanden, warum Jesus Christus für mich gestorben ist und dass ich allein in ihm eine Beziehung zu Gott habe und allein durch den Glauben an ihn, durch diesen Jesus, einen Frieden mit Gott haben kann. Und weil ich das nicht als Jugendlicher, das ist an mir vorbeigegangen, war es doch wieder auch nur ein religiöses System. Und erst mit 20 Jahren belaberte mich dann ein Freund, den ich noch von früher kannte, der eine Erneuerung seines Glaubens erfahren hatte, der belaberte mich so lange und so intensiv, dass ich merkte, da ist doch vielleicht was dran. Ich hatte dann auch eine sehr schwierige Lebensphase. Und dann habe ich mich nochmal auf die Suche gemacht, was hat es mit diesem Jesus Christus auf sich? Irgendwann war der Punkt, da merkte ich, allein auf diesen Jesus Christus kommt es an, auf das, was er getan hat, auf das, und dass er allein den Frieden bringt zwischen mir und Gott, auch nach dem ich mich so sehr sehne. Da entstand plötzlich Folgendes, dass ich dachte, wieso hat mir das in dieser Zuspitzung niemand gesagt? Die römisch-katholische Kirche versteht sich sozusagen eben als Inkarnation, als der kirchengewordene Christus. Und zwar exklusiv. In der reinen römisch-katholischen Dogmatik. Deswegen wirkt das Sakrament. Deswegen ist der Priester, hat diesen Stellvertreterstatus. Deswegen muss auch ein Priester da sein, wenn es eben Messe gefeiert wird. Das hat alles eine super Logik bei denen. Und das Zweite ist, dass natürlich durch die Taufe von Babys, natürlich auch die Kirche dann immer wächst und gehören alle dazu, zu diesem Heilskörper, ohne dass der Glaube unbedingt dazu kommt. Ja. Und da empfand ich spontan eine riesige Enttäuschung, dass all diese Dinge so wichtig sind, anstatt einfach Jesus Christus, dieser Glaube an ihn. So bin ich dann aus der katholischen Kirche recht schnell ausgetreten und bin dann in die Freie Evangelische Gemeinde eingetreten.